gezogen, dass die Mitarbeiter, die Sie befragt haben, eventuell selber dabei gewesen wäre? Darauf haben wir keine Hinweise erlangen können. Weil es ist ja immer das Problem, wenn man die Leute befragt, wenn man zufällig die Falschen fragt. Ja, sicher, letztendlich kann man aber doch nicht hinter jedem vermuten, dass er Täter ist, ne? Wissen Sie mittlerweile, ob es immer nur einen Schlüssel gegeben hat oder ob es mehrere Schlüssel gab oder ob die an einem Schlüsselbrett hingen, wo man sich oder wo sich einzelne Mitarbeiter bedienen können? Das war natürlich auch sehr schwierig aufgrund des Zeitablaufs zu ermitteln. Der Schlüssel wurde schon verwahrt, man hatte also nicht wahllos irgendwelche Leute reingelassen. Sicherlich kann man nicht ausschließen, dass da der ein oder andere mal in einen Raum gelangt ist. Nur wir reden jetzt davon, dass also unbemerkt Leute von außerhalb, die nicht dort als Besucher waren, da unbemerkt Satansriten abhalten. Und das erscheint eher unwahrscheinlich. Ja, Zweitschlüssel kann man sich ja machen lassen zur Not. Ja, sicherlich ausschließen kann man das nicht, nur wir haben halt Noch eben auch ist. keinen Anhaltspunkt dafür, dass es so war. Es melden sich noch weitere Zeuginnen und bestätigen die Wewelsburg als Tatort. Zum Beispiel Karin, nicht multiple. Sie hat die im Film gezeigten Räume wiedererkannt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Burg mit diesem Namen gibt. Ich habe in diesem Saal diese Ornamente wiedererkannt, die Säulen. Von so einer Burg habe ich oft geträumt und diese Ornamente habe ich oft gemalt als Kind. In der Gruft ist mal dieses Hakenkreuz da unter der Decke, was ich kenne. Und ich weiß jetzt, woher ich es kenne. In dieser Gruft hat es eine Feuerstelle gegeben. Eine Art Stein oder Altar. Und auf diesem Altar wurde ein Kind abgetrieben. Ich war schwanger mit dem Kind, das wurde im nächsten Monat abgetrieben und geopfert. Dort in dieser Gruft. Ja. Dessen sind Sie sich jetzt wie sicher? 99,9%ig. Also an diesem Gebilde, was hier ist, dieser Seilzug, an so ein Ding kann ich mich entsinnen. Was jetzt hier war oder woanders, weiß ich noch nicht, aber an so etwas kann ich mich entsinnen. Dass da auch Leute hochgehoben wurden oder hochgezogen wurden, Kopf nach unten und Füße dann nach oben. Wie so ein Schwein, was geschlachtet werden soll. Da sind die Ketten. Was für Erinnerungen kommen da? Dass ich da so an Ketten gefesselt in der Ecke sitze irgendwo, in so einer Art Verlies, so wie hier. Dass die auch in der Wand eingelassen sind, so wie hier. Und dass ich auch nicht alleine bin. Dass da noch mehr Kinder sind. Dass die weinen. Ich kann mich auch an solche Steine erinnern, diese groben, groben gehauenen Steine hier. Also diese zusätzliche Zeugenaussage stützt da den Anzeigenvortrag noch, widerlegt sie ihn. Wir haben eigentlich ja nichts, was jetzt das Anzeigevorbringen tatsächlich konkretisiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das dort damals passiert ist, aber wir haben keinen konkreten Anhaltspunkt, außer diese Aussage von Niki, dass dort das passiert ist. Eine weitere Zeugin berichtet anonym von einem Tötungsritual in der Burg im Jahr 2000. Trotz aufwendiger Untersuchungen konnten jetzt aber keine Blutspuren mehr gefunden werden. Es gibt noch eine Zeugin, die also auch jetzt wohl so weit ist, dass sie zur Polizei will, die auch in therapeutischer Behandlung ist und die auch gerne Kontakt zu Ihnen aufnehmen möchte. Und die sagt, dass hier auch was in Gütersloh passiert ist und auch auf der Wewelsburg.
und die sich auch konkret jetzt, nachdem sie nunmehr den Film gesehen hat, auch konkret sie wiedererkannt hat. Zwei Opfer aus derselben Loge. Ein Indiz? Beide erinnern sich sogar an ähnliche Täternamen. Die Zeugin bringt den Mut auf, sich bei der Polizei selbst zu belasten. Ein Seelsorger hat sie bei diesem schwierigen Schritt begleitet. Die ersten Worte, die ich hörte, in allerersten Gesprächen, diese Hände. Und diese Hände, ihre Hände wurden mir dann eben entgegengestreckt, diese Hände haben getötet. Und das ist eben auch der Zusammenhang. Das lässt sich eben auch nicht mehr abwaschen von diesen Händen. Selbst wenn überhaupt keine der Innenpersonen, niemand Verantwortung trägt, weil sie einfach viel zu jung waren und permanent missbraucht worden sind selber. Ich habe dieses Kind erkannt. Ich kannte dieses Kind von früher. Ich weiß nicht mehr, wann im Verlauf des Filmes es war. Es wurde ein Bild, ein Kinderbild von dieser jungen Frau gezeigt. Es sah aus wie so ein Einschulungsfoto. Niki ist ungefähr 7 Jahre jünger als ich. Und alle Kinder, die im Kult sind, lernen, dass man anderen Kindern etwas tun muss. Und so gehört Niki zu den Kindern, denen ich auch etwas getan habe. Das ist zum Beispiel Schlagen bis kurz vor die Bewusstlosigkeit. Das ist zum Beispiel mit einem Gegenstand zu penetrieren und anderes mehr. Was ist in der Wewelsburg passiert? Unter anderem Tötungen. Auch in diesem Kultsaal oder wo? Oben in der Säulen, in diesem Säulenraum. Stellt sich die Frage, ob man wirklich als Tatort an dieser Wewelsburg festhalten muss oder ob man allein auf diesen möglichen Tatort sich fixiert. Ich halte es durchaus für denkbar, dass die von den Zeuginnen geschilderten Taten stattgefunden haben, möglicherweise aber auch an einem anderen Ort. Niki hat von einem Mango gesprochen. Also soweit ich weiß, hieß dieser Mann Mangot. Können Sie diesen Mangot im Ansatz schildern? Einfach verkleidet. Sind Ihnen noch andere Ihrer Täter bekannt? Ja, es gibt jemanden namens Martin und eine Schwester meines Vaters, die eine untergeordnete Rolle spielte. Noch mehr Handlangerdienste. Und es ist ein katholischer Geistlicher. Es sind Personen, die noch nicht namentlich benannt. Offensichtlich von der Zeit der Opferrolle her kennen, ist natürlich eine sehr große Besonderheit in diesem Ermittlungsverfahren. Und ja, wie jetzt das nachher am Ende die Ermittlungsbehörden bewerten, kann ich natürlich nicht sagen. Für mich bietet das natürlich einen erheblichen Ansatz für die Glaubwürdigkeit sowohl von Niki als auch jetzt von der neuen Zeugin. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass weiter ermittelt wird? Ja. Und zwar ernsthaft? Ja. Auch Annette hat vor der Polizei von Tötungen berichtet. Eine 1975, die sie miterlebt hat, und eine 1973, zu der sie selbst gezwungen wurde. Damals war sie gerade 14. Es ist für sie ein Grauen, sich an diese Vollmondnacht bei den Externsteinen zu erinnern. Man habe ihr vorher angedroht, sie bei Weigerung von oben hinunterzustoßen. Auf dem Boden, ungefähr 3-4 Schritte von mir entfernt, lag ein Mädchen. Ich sollte dieses Mädchen töten, sollte mit dem Messer 2 rituelle Schnitte vollziehen, durch den Hals und einmal den Körper entlang von oben bis unten. Ich erinnere mich, dass die Menschen, die um mich herum standen, in einer Art Gesang, Gemurmel ausbrachen mit dem Tenor, töte sie, töte sie. Ich habe dann das getan, was ich tun sollte. Ich habe das Messer genommen und dieses Mädchen getötet, diese Schnitte gemacht.
als das Ritual zu Ende war, ich war beim seelischen Zusammenbruch nah. Also ich erinnere, dass ich auf dem Boden gesunken war, aber die Erwachsenen anerkennend, schulterklopfend mir begegneten, dass sie stolz auf mich seien und dass ich meine Sache gut gemacht hätte. Ich habe bei der Über